The News Center One-on-One Special, presented by Best Car Wash. One-on-One. Grüß mich dran, ganz herzlich willkommen zu unserem One-on-One von der Automesse Zürich. Wo die WM-Königin Simone Gliluth ist zurückgetreten, hat man aus Schweizer Sicht gedacht, jetzt wartet eine Durststrecke auf uns. Dann ist eine OL-Prinzessin aufgetaucht. 2014 hat sie eine EM und WM je drei Goldmedaillen gewonnen. Und heute ist sie bei uns. Ganz herzlich willkommen, Judith Wieder. Hallo. Kannst du leben mit dem Wort OL-Prinzessin? Ja, also es tönt. Oder bist du die neue Königin? Nein, ich höre das sehr ungern. Nein, natürlich. Also mir wird da jetzt mit einem Resultat gemessen. Und durch das ist es natürlich etwas, ja, darf schon sein. Aber ich glaube, da braucht schon noch ein bisschen mehr, dass man mich Königin nennen kann. Über das Resultat wollen wir noch reden. Wenn man hier rumschaut, der Automesse Zürich hat unglaublich Mühe, mich zurechtzufinden, weil es so gross ist, so chaotisch ist, so laut ist. Für dich als OL-Läuferin, du kennst so Probleme nicht. Orientierungslosigkeit. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin abgeholt worden, von dem her hat es tipptopp geklappt und ich habe sofort angefangen. Nein, aber mir muss man schon eine Karte in die Hand geben und nachher funktioniert das einwandfrei. Wenn ich muss irgendwo anfinden muss, ohne Karte, kann es doch auch mal schwierig werden. Also es macht dich wahnsinnig menschlich, oder? So wie uns normalen Menschen, die manchmal nicht wissen, wo durch. Judith Wieder und Auto, gibt es da eine Verbindung? Bist du ein Autofreak? Bist du jemand, der gerne schöne Auto hat, oder ist es für dich Gebrauchsgegenstand? Es ist wirklich mehr ein Gebrauchsgegenstand. Es ist natürlich gäbig, mit dem Auto ins Training zu fahren, irgendwo möglichst auch an den Wald hin, dass man lossäckeln kann oder irgendwo an die Wettkämpfe natürlich. Ich selber habe aber kein Auto und von dem her ist es momentan noch keine grosse Beziehung, aber es wäre natürlich... Es könnte, wenn der nötige Partner würde anklopfen, Autopartner können eine Beziehung werden. Ja, das ist sicher so. Also wir werden nächstes Jahr auf Schweden gehen und dort ist ein Auto natürlich etwas Gäbiges und eigentlich ja, etwas Nötiges und von dem her ist sicher ein Thema. Judith, wir haben wahnsinnig gelitten, als du anfangs August in der WM in Schottland in der Mixed Staffel als Schlussläuferin auch hast gelitten. Wir haben das Gefühl, es hat jemand den Stecker rausgezogen. Rücken und Bein, nicht nur keine Kraft mehr, sondern viel Schmerzen. Was geht da im Kopf ab von einer mehrfachen Europameisterin, Weltmeisterin, die eine Medaille vor Augen hatte? Ja, das ist eine ganz schwierige Situation zu erklären. Also ich denke, das ist etwas, das ich nicht noch mal erleben möchte und das ich irgendwie auch so ein bisschen sehr wenig mehr wahrnehmen kann. Also es war etwas, das ich sehr vergessen habe. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, aber so wirklich, wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation, das ist irgendwie so ein bisschen wie ins Hintergrund gerückt. Aber natürlich, es ist nichts Schönes und ich habe genau gemerkt, ich kann einfach nicht. Ich habe mein Bein nicht mehr aufgebracht und durch das wirklich einfach keine Kraft mehr und nicht mehr säckeln. Und das war sehr happy in dieser Situation. Und dann bist du im Wald oder in der Stadt rumgerannt, von Arztpraxis zu Arztpraxis, von Arzt zu Arzt. Wie schwierig ist so eine Zeit für einen Bewegungsmensch, der sich gewohnt ist, Alltag rauszugehen? Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe wirklich 1,5 bis 2 Monate nichts trainieren, nichts bewegen in dem Sinn. Und ich war auch wirklich viel daheim und habe nichts mögen. Und dort fragt man sich nachher manchmal schon, hey, wie habe ich denn vorher 2 Mal am Tag trainieren können? Und keine Schmerzen gehabt. Genau, und nichts gespürt und so. Aber dafür ist es umso schöner, wenn es nachher wieder funktioniert. Und ich hatte das Glück, dass ich medizinisch eine gute Unterstützung hatte. Einerseits vom Teamarzt, aber auch von meinem Chiropraktor und so weiter natürlich. Und so konnte ich nachher auch zurückfinden jetzt ins normale Training wieder. Wie nervig ist Judith Wieder, wenn sie daheim rumhockt? Ja, da muss man mein Umfeld fragen. Nein, aber es ist sicher so, dass ich das Training brauche oder die Bewegung brauche. Aber ich bin nicht die Person, die wirklich muss trainieren muss. Also, ich genieße es auch mal einfach nichts zu machen oder auch mal irgendeinen Wellness-Tag zu genießen. Aber dann entscheide ich das selber. Und wenn es für mich entschieden wird, im Sinne von der Gesundheit, ja, dann ist schon eine sehr gedrückte Judith am Start am Morgen. Weiss man mittlerweile, was die Ursache war von diesen Problemen? Ja, also ich hatte einen eingeklemmten Wirbel gehabt, oder der hat sich blockiert und durch das natürlich nachher auch die Kraft im Bein nicht da gewesen. Ja, ich habe jetzt das aufgearbeitet, bin dran auch wieder Kraft machen für den Rücken und stabilisieren und denke, ich bin auf einem guten Weg. Aber hat es in dem Sinn
nicht wahnsinnige Auswirkungen auf deinen Trainingsalltag, auf deinen Alltag als Privatperson? Nein, längerfristig wird es das hoffentlich nicht haben. Also das sicher, dass ich jetzt muss langsam ins Training wieder einsteigen, langsam aufbauen, auch Geduld haben, mit wirklich wieder zurück in die normale Trainingsmenge reinkommen. Aber das ist auch eine Chance, weil ich vielleicht Sachen angehen kann, wo ich etwas Schwächen habe, wo ich noch etwas mehr investieren kann. Und denke, das wird mir dann auch wieder helfen, zum Weiterkommen. Ein sehr positives Zeichen war der Weltcup-Final in Arosa, wo du über Mitteldistanz Fünfte geworden bist, mit einem riesen Bock drin, für in dieser Sprache zu reden. 2,5 Minuten praktisch verloren, oder über 2 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, der Fünfte Rang nach dieser langen Pause, kannst du wirklich Hand aufs Herz, kannst du leben mit dem? Oder ist der Satz, ich bin zufrieden, es war persönlich für die Medien gewesen? Nein, ich kann leben mit dem. Das war wirklich ein guter Abschluss gewesen. Ich habe dort an diesem Weltcup wirklich etwas braucht zu spüren, dass ich die Freude habe, dass ich die Passion immer noch spüren, also dass das Feuer noch brennt. Und das konnte ich definitiv spüren an diesem Wettkampf. Und ich konnte am Ziel sagen, ich habe das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Und mit dem darf man zufrieden sein. Auch wenn das nicht ein Podest ist. Im Gegenteil, es war ein 5. Rang, ich durfte auf dem Podest stehen oder neben dem Podest. Und das ist natürlich umso besser. Weißt, bei mir wäre ein 5. Rang gut. Aber wenn man Judith Wieder heisst, die hochdekoriert ist, wann ist der gut genug für dich, für dein Umfeld, für die Öffentlichkeit zählen Medaillen wahrscheinlich, oder? Das ist für die Öffentlichkeit zählen sehr fest Medaillen, das ist so. Für mich selber zählt aber viel mehr der eigentlich perfekt oder der gute Lauf. Ich strebe danach, ohne Fehler zu laufen und auf einem möglichst hohen Tempo. Und durch das ist natürlich eigentlich mehr das, was ich danach ziele und nicht eigentlich das Resultat, weil die kann ich nicht selber beeinflussen. Also wenn ich nächstes Jahr am Start stehe, ich kann nicht sagen, ich gewinne die Medaille, ja, sondern ich mache meinen perfekt, meinen guten Lauf und dann sehen wir, wie weit das längt. Also du einen perfekten Lauf hast, ohne gravierende Fehler und eine ist schneller, dann kannst du mit dem absolut leben. Ja, mit dem kann ich leben. Dann weiss ich, ich muss mehr trainieren. Noch mehr trainieren. Es stehen ja wichtige Wettkämpfe an. Im Juni ist DM in Tschechien und im August in Schweden. Jetzt stelle ich mir vor, Wald ist doch einfach Wald. Nein, das ist nicht so. Grosse Unterschiede? Das sind sehr grosse Unterschiede. Also wenn wir zum Beispiel von der WM in Schweden reden, das ist ein Gelände, das sehr ruppig ist. Also das heisst, es hat Steine, es hat Felsen, hat aber auch ganz tiefe Böden. Also das heisst, viel Sümpfe, ja, viel Heite, wo man gescheiter nicht durchgeht. Das ist cool, oder durchzuckeln. Ja. Nochmal, es fängt mega, aber es ist extrem tough. Ja. Und das ist natürlich, das ist eine andere Herausforderung, als wenn wir hier in der Schweiz säckeln, wo ein harter Boden ist, oft auch viel Wege zum Beispiel. Es kann sein, dass wir eine Längdistanz an der Weltmeisterschaft keinen Weg werden sehen. Und ja, hier in der Schweiz kannst du eigentlich selten säckeln, dass du 5 Minuten keinen Weg siehst. In unserer Schweiz gibt es überall einen Feldweg oder einen Kiesweg. Zum Beispiel, genau, ja. Und die nimmst schon, wenn es geht, wo du schneller kannst laufen? Ja, weil natürlich eben der Boden hart ist und man ist auf einem harten Boden schneller. Und dann kann man die natürlich auch nutzen. Wo du einen leichten Umweg, je nachdem, wenn du nicht allzu weit in Schicht aufnimmst, wo du schneller genau, kannst. Genau, genau, ja. Wenn eine WM ist in Schweden, das ist GK, dann geht man dort her. Man tut sich nicht einfach daheim vorbereiten, sondern man geht dort her und trainieren. Und glaube nicht nur 1-2 Wochen vorher. Also ist das über Monate? Bei mir wird es jetzt über Monate sein. Also ich gehe jetzt im Januar wieder auf Schweden. Und zwar für eine längere Zeit, dass ich wieder 8 Monate dort oben wohne und trainiere bei meinem schwedischen Club. Und dadurch ist es natürlich eine lange Zeit. Also ich habe 8 Monate Zeit, um mich vorzubereiten in ähnlichem Gelände. Es ist aber jetzt einmalig. Also ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht gemacht. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Änderung. Ich brauche einen kleinen Wechsel und eine neue Herausforderung. Und ich muss mich noch etwas spezifischer für das schwedische Gelände vorbereiten. Und darum jetzt eigentlich der Wechsel. Macht das jede von den Favoritinnen? Nein, jetzt so 8 Monate oben sein, macht sicher nicht jede. Es gibt viele, die zwischendurch mal mehrere Wochen raufgehen auf Schweden oder Norwegen, gehen trainieren mit ihren respektiven Clubs. Aber wirklich jetzt einfach sagen, wir gehen 8 Monate rauf, da weiss jetzt gerade niemand, der das so macht. Wo du dementsprechend gewisse Vorteile erhoffst? Genau, also ich hoffe wirklich, dass ich dort im Gelände trainieren kann und auch ein bisschen sagen, ich fühle mich daheim. EM in Tschechien ist aber gleich ein Thema für dich. Was hat es für einen Einfluss, wenn du in Schweden trainierst und dann in Tschechien EM ist? Das wird halt rein vom Gelände her wieder ein Wechsel sein, weil Tschechien hat wieder mehr ein bisschen den Herzboden. Ist ein bisschen hügeliger. Du könntest Reiseführerin sein, und, eigentlich für Wälder, oder? Ja, das wäre etwas. Europäische Wälder, wo sind die Unterschiede? Das könnten wir noch erfinden. Das wäre ein Marktlücke. Ja.
Nein, und darum muss ich natürlich schon dort auch die Schweden mich spezifisch auf die EM vorbereiten. Aber die EM ist ein Schritt auf dem Weg an die WM und von dem her glaube ich, aber es ist unglaublich nach aufeinander. Ja. Juni, August ist also ich wüsste jetzt keine andere Sportart, wo eine EM und eine WM so nach aufeinander oben ist. Das ist so. Wir haben ein sehr toughes Programm, vor allem in den Jahren, wo wir beide Wettkämpfe haben, also EM und WM. Aber ich bin zuversichtlich, ich habe so letztes Jahr sehr gut gemeistert und mir passt es, wenn ich viel Wettkämpfe habe. Wenn ich zu weg bin und kann Wettkämpfe laufen, dann bringen mir die Wettkämpfe auch etwas, ein bisschen mit Wettkämpfen in Form zu kommen und so ein bisschen die Gewohnheit eigentlich wieder anzubringen. Und von dem her. In Form kommen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Was sagst du den Kritikern, die man lesen können, die sagen, die Probleme sind unter anderem vielen Konstand oder das Auf und Ab in der Karriere von Judith Wider ist auch, weil sie das super Jahr 2014 nicht können verarbeiten. Das ist einfach ein Seich. Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich denke, es hat jeder mit so einer Aussage sicher ein bisschen recht. Ich meine, die Psyche oder das Mentale, das hat sehr einen grossen Einfluss. Und es hat auch bei mir einen grossen Einfluss. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das war, was schlussendlich die Schmerzen verursacht hat. Weil Schmerzen, klar, können auch psychische Ursache sein, aber wenn man schlicht und einfach einen Schmerz hat, der einschränkt, ja, dann kann man da nicht wirklich nur sagen, dass es psychisch ist. Ein eingeklemmter Wirbel, das kann ja nicht psychisch verursacht sein. Der Druck von der Öffentlichkeit wird wieder riesig sein. Wie gehst du mit dem Druck um, wo lächzt nach Medaillen? Sehst du dir selber auch, ich will bei diesen beiden Grossanlässen mit je drei Medaillen heimkommen? Ich habe sicher wieder hohe Ziele. Ich bin jemand, der sich hohe Ziele setzt und das auch eigentlich will. Aber nein, also für mich ist wirklich das Streben nach dem guten Lauf. Und wenn ich mit dem eigentlich ins Ziel kommen kann, dann bin ich zufrieden. Auch wenn ich halt nur 4B, 5B, klar wurmt es mich. Aber ich denke, das ist eigentlich das Ziel, dass ich diesen guten Lauf erreichen kann. Und ich mache das Ganze für mich und das muss ich wieder ein bisschen mehr machen. Weil das habe ich auch dieses Jahr sehr viel ein bisschen geknorzelt. Und das bringt nichts, weil es bringt einem auch nicht weiter. Und mehr Freude haben. Genau, wirklich mit Freude am Start können stehen. Und dann wird eigentlich das Resultat dann auch automatisch kommen. Freude in diesen Monaten, die jetzt warten, mit Flotsch, mit Schlamm, mit Schnee, mit Regen, mit Kälte, wie andere bei einem Glühwein in der Stube hocken. Was wünscht man einer Orientierungsläuferin, wenn der Winter vor der Tür steht? Viel aushalten, können auszuhalten und ein bisschen Geduld und halt gleich ein bisschen Motivation. So drinnen Sohn kennst du aber auch? Ja, definitiv. Also ich bin nicht der, der im Schiff gerne rausgeht und trainieren. Aber es gehört zu meinem Job und es gibt dann wieder die Tage wie heute, wo das wunderschöne Herbstwetter zum Beispiel ist draussen. Oder auch ein wunderschöner Schneetag. Das ist etwas Geniales, im Schnee können gehen zäckeln. Absolut. Und das tut dem dann auch wieder belohnen. Und schlussendlich ist der Trainingswinter ja, etwas, das auch spannend ist, zu merken, hey, ich mich verbessern, ich kann etwas arbeiten. Und ich bin natürlich schon so jemand, der sich freut, auch mal in den Süden zu gehen, zum Beispiel im Januar oder dann auch wieder im Februar. Also das genieße ich dann auch schon, ein bisschen die Wärme zu gehen. Wir wünschen dir A, gute Gesundheit, B, dass der Trainingsplan so durchziehen kann und C, erfolgreiche Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Wir wollen nicht unbedingt Medaillen sehen, wir wollen einfach eine gute Leistung sehen. Judith Wider, merci vielmals beim Besuch. Merci. Für den Besuch bei uns bei Sportal HD beim One-on-One von der Automesse Zürich. Merci für zuzuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. The New Center One-on-One Special, presented by Best Car Wash.